Technology News with Sven. Wenn der Sven mal einen 3D-Drucker bekommt und er ist IWS U5-Fahrer, dann macht er was. Ich habe euch in links unten in der Beschreibung die Datei reingehängt. Also ich finde das eine tolle Lösung, weil IWS U5 nun mal kein Handschuhfach hat. Ihr könnt euch bei Amazon eine Tasche eures Vertrauens suchen. Ich habe eine Filztasche genommen. Ich habe aber gemerkt, die hängen ein bisschen weiter runter, aber wir haben im Auto so viel Platz, dass es gut ist. Wenn ihr nicht drucken könnt, mache ich zum Selbstkostenpreis, meldet euch bei mir. Dann kriegt ihr die Dinger von mir gedruckt. Technology News with Spence.